Ja, servus, ja, bei I'm Gotti, ich bin's der Party Phoenix und wir fangen jetzt mal an mit der Car Mechanic Simulator 2018. Folge Nummer 8 dürfte es sein. Und ich spreche auch wieder ganz normal Hochdeutsch. Ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, weil ich so gesprochen habe. Hatte mal Bock drauf. So, weiter geht's. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir jetzt erstmal um den nächsten Dingsauftrag hier kümmern, den nächsten Kampagnenauftrag als erstes. Ich habe auch dieses Mal nicht so viel Zeit, weil gleich der Chor und ich zusammen aufnehmen wollen. Da freue ich mich schon drauf. Deswegen wird die Folge ein bisschen kürzer werden. Aber dafür waren ja die letzten ein bisschen länger. Ist, glaube ich, alles okay, oder? So, auf jeden Fall. Kampagnenauftrag von dem Herrn B. Friedewald. Ey, guten Tag. Ich habe neulich dieses Fahrzeug erworben. Ein wundervoller Wagen. In der Werbung wurde gesagt, dass dieses Auto geländetauglich ist. Es hat aber den Anschein, dass die Fahrt mit diesem Wagen über Sanddünen keine gute Idee war. Irgendwelche Teile reiben aneinander und irgendwo läuft etwas aus. Machen Sie bitte etwas damit. Ich brauche das Auto für das kommende Offroad-Wochenende mit meinem Club. Gut, Mr. Friedewald, das kriegen wir da hin. Herr Friedewald, da wollen wir. Yo, alles klar. Da fehlt was. Müssen wir jetzt hier Karosserieteile? Ja! Stoßstange vorn, Scheinwerfer links, Kotflügel vorn links und vorderes Nummernschild. Was ist da denn hinten für ein Nummernschild? Ist dann automatisch das gleiche? Na gut, Nummernschild. Bestimmt hier auch. Ach, Nummernschild, okay. Einfach ein weißes ist das ja hinten. Ganz unten? Nein. White, weiß. Ach, da, Nummernschild Standard, das ist weiß. Perfekt. Dann können wir das. Kann ich das schon mal dran machen? Ne, ich brauche jetzt die Stoßstange vorne. Was ist das nochmal für ein Auto? Olsen Grand Club. Karosserieteile. Olsen Grand Club. Stoßstange vorn. Kotflügel vorn links und Scheinwerfer links war das, glaube ich. Ach so. Wir das dann noch lackieren oder kriegt ihr das so? Weil ich habe ja gar keine Lackierstube, das kriegt man erst später, soweit ich weiß. So, vorderes Nummernschild natürlich. Oh, das hätte ich fast vergessen. Zack. Dann dürften wir das hier alles abgeschlossen haben. Perfekt. Gut, für den Rest. Na? Ab auf die Hebebühne. Ich würde mal so sagen, die Felge hier vorne und die Felge hier vorne, die muss definitiv neu. Im Motorraum sieht erstmal alles okay aus. Einzig und allein hier vorne Kühler. Also Lüfterzeige. Typ A und Kühler Typ A. Lüfter. Typ A und Kühler Typ A. Perfekt. Das setzen wir schon mal ein. Perfekt. Gut. Bei dem Rest, die Ölwanne stand, da habe ich schon gelesen, ist kaputt. Das habe ich beides. Und Endschalldämpfer. Ah, die Abgasanlage hat auch was abgekriegt. Gut, das ist unterm Auto. Er hat ja schon gesagt, dass das vielleicht keine gute Idee war, über die Dünen zu fahren. Dann machen wir als erstes mal den Endschalldämpfer V8 Typ A. Endschalldämpfer V8 Typ A.
machen wir den nochmal wieder dran. Ach so, der braucht einen komplett neuen. Auch hier. Aber der hat ihn jetzt zweimal gebraucht. Aber es sah so aus. Oder? Ja, beide. Beide. Gut. Hinterachse kümmern wir uns als erstes drum. Da ist nämlich kaputt. Da muss ich doch schon wieder alles ausbauen. Sonst kommst du doch gar nicht an den Achsschenkel dran. Ja, na gut, alles auseinandernehmen. Gut, dass wir das jetzt hier als erstes machen. Ansonsten wird das, glaube ich, wieder ziemlich lange dauern. Aber wie gesagt, dass das jetzt vielleicht mal eine kürzere Folge ist, wird eine Ausnahme sein. Wie gesagt, weil ich später oder gleich was mit dem Core aufnehmen möchte, wir mal wieder den YouTube-Channel mal ein bisschen beleben wollen, auch zu zweit. Was wir gleich aufnehmen, das wissen wir noch nicht. Ich persönlich hätte jetzt Bock auf ein bisschen Portal oder vielleicht auch ein bisschen GTA Online. Das hat uns ja immer auch recht viel Spaß gemacht. Wir werden sehen. Achso, das braucht sich gar nicht abnehmen. Okay. Machen wir den doch wieder dran. Der Seite scheint das hier erstmal in Ordnung zu sein. Aber dafür ist trotzdem das hier alles kaputt. So, und auch die Feder. Bei beiden ist es die Feder. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Befestigungsbügel oder Federbügel für die Befestigungsplatte. Hier sieht die Befestigungsplatte aber noch ganz gut aus. Achso. Längslenker HA-Akku. Machen wir 2 Stück von. Und hier auch. Neuer Gummi, bla, blub. Wer ist das? Gummilagerbuchse, genau. Federbügel für Befestigungsplatte. Vier Stück. Und auch eine Befestigungsplatte im Allgemeinen brauchen wir. Federn der Hinterachse, da brauchen wir auch auf jeden Fall 2 Stück. Auch hier das gleiche Spielchen. Na komm. Okay. Der Achsschenkel HA Typ C. HA Typ C, ja. So. Geh mal hier an die Seite, dann ist man nicht am Anfang so weit weg. Und natürlich die Feder HA, die brauchen wir zweimal. Ich muss ja sagen, bei dem Spiel, das da jetzt hier, bei dem Spiel, dass du bei den Kampagnenaufträgen genau darauf achten musst, dass die Teile, die gebrauchten Teile, wieder an die Ort und Stelle kommt, ist teilweise echt ein bisschen schwierig. Gerade wenn du diese Gummilagerbuchsen da so hast, ne? Oder auch so ein Befestigungsbügel. Der darf halt nirgendwo anders sitzen, wenn da jetzt kein neuer drauf ist, wo er eigentlich hinkommen soll. Dann wird er das nicht als getane Arbeit gesagt, weil bei den Kampagnenaufträgen hast du immer bei der Qualität der neuen Objekte oder reparierten Objekte, die du einsetzt, immer 100%. Das ist halt teilweise ein bisschen doof, gerade mit den Gummilagerbuchsen.
könntest es natürlich so machen, dass du dir hier mit Sternchen, mit dem Sternchen das anzeigen lassen würdest, ne? Es würde theoretisch gehen. Nur dann blinkt dein ganzes Auto und dann im Endeffekt siehst du es vielleicht auch nicht so richtig. Naja. Ist aber nicht so wild. Wir kommen schon irgendwie klar. Wenn nicht, kaufen wir halt einen Teil extra. Wir kriegen ja durch den Arbeitslohn und alles sowieso einiges Gutes an Geld. Hier die komplette Front werde ich definitiv auseinandernehmen müssen. Weil hier ist ja wirklich alles hinüber. Oh, warte lang. Nein, nicht alles, aber viel. Also wirklich sehr viel. Da wäre beispielsweise nur der Querlenker. Aber da mache ich auch 100%ige rein. Kann ich aber den sonstigen Aufträgen noch die anderen Teile verwerten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So. Spurstangen und Spurstangenköpfe sehen auf beiden Seiten gut aus. Das ist schon mal gut. Das die brauche ich dann nicht gleich machen. So. Antriebswelle ist kaputt. Jo. Ja, so Offroad-mäßig geeignet scheint dieser Wagen ja wirklich nicht zu sein. Der sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er zu diesem Offroad-Event überhaupt fahren möchte, ne? Weil, wenn der Wagen danach wieder so aussieht, ich meine, ich persönlich freue mich, ne? Also, ich krieg dafür Geld, dass ich sein Fahrzeug repariere. Aber ob das so sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber, ganz ehrlich, ja, das muss schon er wissen. Gelenkwelle muss weg. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich gerade für die Gelenkwelle noch was Separates ausbauen muss. Zum Glück nicht der Fall. Der Stabi kann drinnen bleiben, weil der Stabi ist noch gut. Hier die ganzen Gummilagerbuchsen sehen auch noch gut aus. Dann weiß ich hier bei denen auf jeden Fall schon mal Bescheid. Da kann ich nämlich dann durch keine 100er reinsetzen, weil dann kann ich alle vier 88er reinmachen. Vorderachsträger Typ C, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Mit neu machen, weil ich dürfte jetzt bei allen was haben. Ja. Nee, so. Alles 88er, genau. So. Alles klar. So, das Lenkgetriebe muss neu und die Starrachse VA Typ A. Starrachse, ups. VA Typ A und das Lenkgetriebe. Machen wir gleich mal als erstes. Auch wieder direkt rein. Na, Spurstangen auch, weil die waren nämlich noch gut. Achsschenkel VA Typ C brauche ich zweimal. Ja, zwei Stück. Oh, dann habe ich die schon mal reingesetzt. Dann kann ich jetzt auch die Spurstangenköpfe schon mal dran machen. Weil die definitiv. Ja, schon mal dran machen. Da muss ich wahrscheinlich gleich auch noch mal Öl nachfüllen, würde ich mir jetzt mal schätzen. Ölwanne V8. So. Wir hier gerade was haben, ne? Oder wo ich gerade dran denke. Kommt bestimmt wieder ein Fähigkeitspunkt. Jo, kann ich wieder verbessern. Demontiere Teile 100% schneller. Schalte die Kompression.
Erhalte 5% mehr Lohn für einen abgeschlossenen Auftrag. Da nehmen wir das hier. Und danach das hier. Ich meine, ich bin wieder am Montieren. Nicht am Demontieren, aber ist nicht so schlimm. Querlenker Typ A. Brauche ich zweimal. Querlenker. Und ein Typ B. Typ A zweimal. Querlenker VA. Und ein Typ B zweimal. Stimmt, die Stoßdämpfer muss ich gleich auch nochmal neu machen, weil da, die waren ja, glaube ich, auch hinüber. Die Koppelstangen waren noch gut, genau. Stoßdämpfer, jo, muss ich alles einkaufen. VA Doppelquerlenker. VA Doppelquerlenker. Und Feder VA zweimal und das Domlager zweimal. Kann ich die hier schon mal zusammensetzen lassen? So. Auf der Seite war ich genau. Ich wieder hier zusammen. Hitzeschutzblech, Dreiloch, Scheibenbremse, VA. Brauche ich zweimal. Hitzeschutzblech, Dreiloch, Scheibenbremse, VA. Zweimal direkt. Radnabe, die war auf beiden Seiten gut. Bremsscheiben waren auch noch gut. Ja, die Antriebswelle VA Typ A muss auf beiden Seiten neu. Sonst war an den Bremsen, glaube ich, nichts mehr, was ich irgendwie... Genau, sonst waren die Bremsen soweit ganz okay. Die Felge kann ich noch nicht draufsetzen. Aus dem einfachen Grund, Felge ist im Arsch, ich brauche eine neue. Beim Reifen weiß ich es gerade gar nicht, da habe ich noch nicht drauf geachtet, da muss ich gleich nochmal gucken in den in der Ersatzteilliste, die wir jetzt freigeschaltet haben. Haben wir ja alles aufgedeckt, weil wir alles ausgebaut haben. Oh. Aber ich meine, es wäre nur die Felge gewesen. Na komm. Lager. Bremsscheibe und die Antriebswelle. Bremsbeläge und der Bremssattel. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn noch offen? Felge Exeter. Wie groß ist denn? Die Exeter 20 Zoll Felge Exeter 20 Zoll Felgen Exeter 20 zweimal 20 Zoll. Gut, dann muss ich die Reifen erstmal hier von der Felge lösen. Genau, der Reifen ist nämlich noch gut, nur die Felge ist komplett hinüber. Also ich sag's jetzt nochmal, Offroad Action würde ich ihm nicht nochmal empfehlen, weil zum Lackierer muss er ja schließlich auch noch. Und achso, ja, ich muss sie ja erst da drauf machen. Ergibt Sinn, Freunde. So, Reifen aufziehen. Nein, ich möchte die Felge Exeter mit den Reifen. So. Also ich würde es ihm jetzt nicht unbedingt empfehlen, das nochmal zu machen. Aber wie ich vorhin schon sagte, er bringt mir dann im Endeffekt Umsatz. Also mach ruhig weiter.
Wahrscheinlich hast du eh zu viel Geld, Mister. Weiß ich gar nicht, was das für ein Auto eigentlich ist. So, in der Zeit, wo ich den jetzt hier rausnehme und der zweite Reifen durchläuft. Du bist schon aus BMW X5, X3 und Subaru? Ach, keine Ahnung. So ein alter X3, X5 könnte das von hinten sein, theoretisch. So. Und dann dürften wir das Fahrzeug komplett repariert haben. Wir füllen jetzt noch Öl nach. Weil er hat ja eine Ölwanne bekommen, eine neue. Und dann dürfte es das gewesen sein. Ach, da vorne. Gluck, 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 gluck. Bitteschön, Mister. Wie sieht's aus? Oh, boah, fast 15.500 Dollar. Ka-ching! Und eine neue Kiste. Cool. Inhalt. Getriebe, das erste? Ja, Getriebe. Alles plus 1. Ja, warum nicht, ne? Kaufe ich erstmal den ganzen Kladderadatsch, der eh Mist ist. Oh, hier ist eine Scheunenkarte. Das hier kann ich auch verkaufen. Du, aber fast 40.000. Mal gucken. Oh, hier ist ein nächster Kampagnenauftrag. Aber den machen wir jetzt nicht. Prüfe die Filter. Irgendwas rasselt im Getriebe. Ja, Mini John Cooper Works Convertible. Nehmen wir den mal. Ist ein Fahrzeug aus dem Steam Workshop. Oh, der sieht aber gut aus. Menschenskinner. Der ist wenigstens mal gepflegt im Gegensatz zu den anderen. Kleine Dreckflecken da, aber. Da ist ja gar nichts, was ich da schon bei den anderen gesehen habe. Die da mit ihrem Pagani Sonder um die Ecke kommen, der absolut scheiße aussieht. So. Filter. Da haben wir zum einen den Kraftstofffilter, der raus muss. Luftfilterdeckel machen wir mal ab, weil der Luftfilter wahrscheinlich auch neu muss. Ja. Hier unten das Getriebe, der Ölfilter ist hier unten. Genau. Also kann ich schon mal die Filter eingeben, scheinen mir ja alle. Also Kraftstofffilter brauchen wir auf jeden Fall. Was die anderen Filter für welche waren, habe ich schon wieder vergessen. Also. Ölfilter R4A. Muss sowieso noch mal runter machen. Weil ich vergessen habe, den Anlasser runter zu machen. Jetzt kann ich hier. Ups, nee, nicht Fotomodus. Ich wollte eigentlich gucken. Luftfilter R4B. Luftfilter R4B. Da. Anlasser raus. Jetzt kann ich das Ding wieder hoch machen. Und das Getriebe da entfernen, ne? Weil das ist ja scheinbar das Einzige, was da irgendwie kaputt ist. Oh shit, ich muss das abnehmen. Okay. Das heißt, Antriebswellen raus. Genau, auf der anderen Seite natürlich dann ebenso. Zum
Wille, zwischen Wille und das Getriebe R4A. Das haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gekauft, wo wir das erste Mal ein Getriebe repariert haben. Getriebe R4A, genau. Und dadurch dürften wir alles gefunden haben. Müssen nur noch alles einbauen. Ansonsten sieht der Wagen wirklich noch ziemlich gut aus. Der Mini John Cooper Works gefällt mir im Allgemeinen sowieso recht gut. Könnte ich mir auch vorstellen zu fahren, obwohl ich kein Riesenfan von der Optik des Minis bin. Jedoch, er hat schon Zunder, das muss man schon mal sagen. Aber wäre mir dann wahrscheinlich doch als Auto an sich zu klein. Ich bin mittlerweile anderes gewohnt. Ich fahre eine größere Limousine, einen größeren Coupé. Und mir persönlich wäre es dann wahrscheinlich tatsächlich im Endeffekt wahrscheinlich sogar zu klein. Außerdem bin ich jetzt mittlerweile so auf den Trip gekommen, wenn ich mir dann nochmal ein neues Auto zulege, dann wahrscheinlich ein SUV. Steht aber noch nicht fest. Vielleicht auch ein Pickup, habe ich auch Bock drauf, aber da sagt meine Freundin, das brauchst du nicht. Ja, sie hat ja eigentlich recht, aber naja, man darf doch mal träumen, oder? Na gut, Leute. Mit unserer heutigen Folge sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe auch, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr möchtet. Teilt das Video. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüsselinski.